Mary liebt Meerjungfrauen und ihre Mutter hat ihr in Larrys Zauberladen ein besonderes Aquarium gekauft. Jenny, Helen, Betty und Carolyn sind ihre neuen Haustiere. Sie muss nur die magischen Kristalle hinzufügen und dreimal den Zauberspruch Schum Schum Schick sagen. Und jetzt sind die kleinen Mädchen die Meerjungfrauen geworden. Sie können es vergessen, Jeans zu tragen. Larry hat die Schläger kleiner gemacht, weil sie an Halloween das Klopapier in sein Haus geworfen haben. Und jetzt sind sie das lebendige Spielzeug eines kleinen Mädchens. Das Aquarium ist ein einziges Chaos. Die Mädchen müssen hier aufräumen. Wenn du einen Meerjungfrauenschwanz hast, ist das einfach und macht sogar Spaß. Aber der Kopf dreht sich wie auf der Schaukel im Hinterhof der Schule. Helen ist die Aktivste. Sie hat angefangen, ein Bett zu bauen. Sie hat einmal ein Haus für ihren Hund Sparky gebaut. Carolyn machte noch nie Nägel, also schlägt sie mit einem Hammer auf sie ein. Genau auf den Kopf. Nimm das. Betty denkt über die Dekoration nach, denn für sie ist Stil alles. Die Tyrannen wurden plötzlich zu einem richtigen Bautrupp. Jenny machte eine Kaffeepause und wurde dafür bestraft. Das Bett ist fertig. Sie haben gute Arbeit geleistet. Sie haben sich sehr schnell daran gewöhnt. Jenny muss jedes Mal ohne die Treppe hochklettern. Das Aquarium sieht ganz anders aus. Sie hatten keine Ahnung, dass es so cool werden würde. Das Schlafzimmer ist fertig. Es ist Zeit für das Wohnzimmer. Die Mädchen haben noch eine Menge Arbeit vor sich. Während die Meerjungfrauen wie die Bienen durch das Aquarium eilten und aufräumten, gab die Frau Jenny vor, müde zu sein und Kopfschmerzen zu haben. Das hat sie von ihrer Mutter gelernt. Sie schlief sogar ein, während ihre Freunde hart arbeiteten. Du kannst den Schatz beim Putzen finden. Carolyn hat eine magische Truhe gefunden. Es war beängstigend, sie zu öffnen. Und da sind die Bilder von den Beinen unserer Mädchen drin. Leute, ihr seid definitiv schlauer als sie. Schreibt in die Kommentare, wer welches Bild bekommen soll. Nur weil Betty einen Schwanz hat, heißt das nicht, dass sie nicht Seil springen kann. Egal, was Carolyn sagt, sie kann kein Training ausfallen lassen. Ihr Trainer hat gesagt, schwebe wie eine Qualle, springe wie eine Meerjungfrau. Oder vielleicht hat er etwas anderes gesagt. Betty ist so professionell und hartnäckig. Das magische Aquarium hat das Springseil in eine LED-Leiste verwandelt. Die Ausbildung ist also vorbei. Lasst uns dekorieren. Helen ist immer kalt, das Wasser im Aquarium ist wirklich eiskalt. Sie können leicht krank werden. Ihre Waage ist im ganzen Haus verteilt. Jenny ist bereit, ihr eine Anti-Schuppencreme zu leihen. Aber zuerst muss sie hinter sich selbst aufräumen. Sie will die goldene Waage nicht wegwerfen. Wow. Es ist besser, sie in eine Bettdekoration zu verwandeln. Aber das dumme Mädchen saß auf einer Cremetube und es war kein Tropfen mehr übrig. What? Vielleicht kann sie alles vom Boden aufsammeln. Jenny macht sich zuerst schön. Sie ist die Hauptdekoration ihres Bettes. Und Helen spricht mit einem hübschen Delfin auf Tunda. Sie war so aufgeregt, dass sie versehentlich Jenny geholfen hat, einen Spiegel zu machen. Ach, Betty ist begeistert. Dieser Delfin schiebt alle Meerjungfrauen nach rechts. Aber Helen ist sich sicher, dass Betty ihr die Chance auf Liebe gestohlen hat. Sie postete ein Foto von ihrem großen Schwanz. Helen hat einen lustigen Weg gefunden, die Zeit im Aquarium zu verbringen. Jeder liebt es, Tic-Tac-Toe zu spielen. Aber du musst erst spenden, bevor du ins Spiel einsteigen kannst. Die goldenen Perlen werden reichen. Carolyns Aufregung spielte ihr einen grausamen Streich. Sie verlor all ihre Ersparnisse. Helen ist oben und ihre Freundin ist es definitiv nicht. Ein harmloses Spiel hat sich in ein Casino verwandelt. Der Raum ist erfüllt vom Geruch des Stresses. Jetzt ist auch Betty arm und verschuldet. Die naive Jenny kommt ins Spiel. Sie lernt überhaupt nichts von ihren Freunden. Die Wetten sind angenommen und Helen hat leicht gewonnen. Hier wird eindeutig geschummelt. Das ganze Geheimnis liegt in ihrer Brille. Aber jetzt hat Helen eine Menge Perlen, mit denen sie ihre Wand schmücken kann. Dies ist der schönste Name der Welt. Klingt wie ein Lied. Carolyn hofft immer noch, sich zu rächen und ihre Perlen zurückzubekommen. Sie braucht wirklich ein Bücherregal. Wenn du Karate kannst, brauchst du keine Säge. Look hier! Oh, Carolyn hat sich daran erinnert, dass sie kein Karate kann. Sie hätte sich fast den Arm gebrochen. Ein echter Samurai gibt niemals auf. Nice. Datebayo! Sie hat es geschafft. Jetzt hat sie ein Bücherregal mit der Weisheit der Jahrhunderte über ihrem Bett. Helen hat einen kleinen Schwanz. Das ist ihr Komplex. Und einmal hatte sie die schönen Beine und spielte Fußball. Ihre Freundinnen haben das gleiche Problem. Sie alle vermissen ihre Beine. Carolyn war früher in der Baseballmannschaft. Und jetzt kann sie nicht einmal ein Maskottchen sein. Sie hätte Larry von Larrys Magic Shop nicht schikanieren sollen.
Nur Maria kann die Meerjungfrauen aufmuntern. Der Hinweis liegt in der Flasche. Es ist ein alter, aber zuverlässiger Messenger. Jetzt mit einer aktualisierten Oberfläche. Die Meerjungfrauen müssen es lesen, bevor das Papier nass wird. Die Mädchen bitten euch, Leute, dieses Video zu liken, damit sie wieder barfuß über den Rasen laufen können. Oh, danke, bei Caroline hat es funktioniert. Ein bisschen mehr, bitte. Sogar die kleine Mary hat dieses Video schon geliked. Und du? Caroline liebt es, vor ihren Freunden zu protzen. Deren Eifersucht ist ihr Lieblingsgericht. Sie hat jetzt eine Shell 14 Pro. Wie findest du das? Die Veranstaltung findet morgen statt, aber Carolines Onkel kennt Stephen Krabs. Betty hat eine sehr alte Schale. Das ist das 7. Modell. Sie kann es nicht einmal updaten. Das ist genau das, was Caroline braucht. Oh, ein Delfin ruft sie an. Der Delfin-Akzent ist so undeutlich. Trotz der Tatsache, dass die Verbindung zu gut ist. Das Wasser floss sogar ins Ohr. Betty zerbröselt aus irgendeinem Grund Brot auf dem Boden. Caroline denkt, dass ihre Freundin verrückt wird. Aber es ist alles für die Babyseesterne. Sie lieben frisches Brot. Und sie kann ein Nachttischregal aus den Sternen machen. Sie weiß, wie man jagt. Das ist nicht das erste Mal, dass Helen versucht, die Follow Jenny zu trainieren. Sie kann mit Auftritten im Wasserzirkus gutes Geld verdienen. Aber Jenny tut nicht gerne, was jemand sagt. Sie spielt nach ihren eigenen Regeln. Jetzt wird Helen der Star der Show sein. Aber das gefällt ihr aus irgendeinem Grund nicht. Die Bubble Mermaid Show wird ein Verkaufsschlager. Und dieser Hula-Hoop-Reifen kann zu einem schönen Baldachin für Jennys Bett werden. Die Unterwasser-Talentshow ist genauso beliebt wie die übliche. Caroline ist sehr besorgt. Oriana, gute Wahl. Der Jury scheint es zu gefallen und sie hat eine Chance zu gewinnen. Sie hatte, aber Jenny hat ihre Freundin ausgebotet. Caroline wurde buchstäblich aus dem Wettbewerb geworfen. Oh, das ist Helen. Ich frage mich, was sie hat. Selena Gomez, das ist ein toller Song. Die Choreografie ist toll. Aber die gemeine Jenny hat wieder alles ruiniert. Die Jury hat eindeutig keine persönliche Meinung. Betty liebt Hardrock. Sie macht sehr seltsame Geräusche mit ihrem Mund. Aber die Jury sah sogar etwas darin, bis Jenny sich einmischte. Es war ihr Traum, ins Unterwasserfernsehen zu kommen. Sie hätten es fast geschafft, aber der Rüpel Jenny hat alles ruiniert. Die Rache wird grausam sein, die Jury wird ihre Leistung nicht sehen. Aber sie lieben das neu geschaffene Trio der geschwänzten Schönheiten. Sie haben alles, um die Talentshow zu gewinnen. Es wäre fair, ihnen einen Preis zu geben. Sie sind die neuen Pop-Queens. Fantastisch, sie haben es geschafft. Sie haben sich den Oscar verdient. Der Traum ist Wirklichkeit geworden. Gut gemacht, Mädels. Es ist kaum zu glauben, aber Jenny hat Helen um Hilfe gebeten. Trotz allem ist die Freundin bereit, ihr zu helfen. Alles, was sie braucht, ist ihren Schwanz, um die Vorlage zu machen. Caroline hat die Mitbewohner gesehen und alles falsch verstanden. Nun, diese Jenny könnte wirklich verrückt werden und so etwas tun. Es ist zu früh, die Unterwasserpolizei zu rufen. Sie hat gerade ein Regal in Form eines Meerjungfrauenschwanzes gebaut. Heute ist Helens Waschtag. Ihr Schwanz ist mit Schlamm bedeckt und stinkt ziemlich. Es ist wichtig, einen heiklen Modus zu wählen. Die Schwänze mögen keine grobe Behandlung. Ein paar Augenblicke und voilà. Ist der Schwanz kleiner oder ist Helen größer geworden? So schwer zu verstehen. Gut, dass Jenny in der Nähe war. Sie weiß, wie man alles repariert. Es ist ein Risiko, aber sie muss den Schwanz bügeln, damit er die richtige Größe hat. Es hat nicht funktioniert, aber jetzt hat Helen einen Fisch. Bettys Schale ist komplett kaputt. Der Akku ist immer leer und unter Wasser gibt es fast kein Signal. Es ist Zeit für sie, ein moderneres Modell zu kaufen. Caroline beschloss, ihr beim Aufladen zu helfen. Es ist nicht das, was sie braucht. Das ist wirklich cool. Es ist der Dreizack des Neptun, ein gefährliches Ding. Aber lass uns versuchen, die Schale aufzuladen. Okay, Caroline wird ihr das Ladegerät geben, aber knicke das Kabel nicht. Und sie wird den Dreizack behalten. Es sieht wirklich cool aus. Sie haben alles aufgebaut und Carolines Beine sind wieder da. Aber die von Betty noch nicht. Wie das Video, wenn du es noch nicht geliked hast, vielleicht klappt es dann. Jenny und Helen haben es auf. Die Betten sind unglaublich schön. Und die Meerjungfrauen auch. Aber was denkst du, wessen Bett ist das Beste? Kommentiere unten. Es ist sehr wichtig für sie. Mary hat eure Likes gesehen und ist so glücklich. Ihr habt tolle Arbeit geleistet.
Es ist Zeit, dass alle Meerjungfrauen ihre Beine zurückbekommen. Jetzt sind sie wieder ganz normale Mädchen. Aber das Abenteuer fängt gerade erst an, denn das ist das Trum-Trum-Chick-Universum, Leute. Einen Anteil an den Schätzen haben. Es wird genug Magie für alle geben. Willkommen im magischen Abenteuer, Mädchen. Was ist mit dem Bau von Diamantbetten? Carolyn hat sich für das untere Bett entschieden, da sie Höhenangst hat und Farben, die nicht ihrem Geschmack entsprechen, nicht mag. Ups, das hat wirklich wehgetan. Normalerweise vergisst sie eine Tatsache aus ihrem Leben, wenn sie sich den Kopf stößt. Aber dieses Mal scheint es, als hätte sie etwas bekommen. Danke, Magie. Emma ist sehr überrascht von etwas im Spiegel. Dank der Magie machen ihre Tränen endlich Sinn. Die Edelsteine heitern sie auf und sie will nicht mehr weinen. Und sie sind auch eine tolle Dekoration für ihr Bett. Helen hat ihre Schwestern die ganze Zeit ausspioniert. Sie will auch ihr Bett dekorieren. Aber sie kann Emmas Klebepistole wegen des modernen Sicherheitssystems nicht stehlen. So funktioniert es also. Sie nimmt immer alles ohne zu fragen. Das wird ihr eine Lehre sein. Nichts Besonderes, nur eine Fernbedienung mit einer Abschalttaste. Helen flippte aus und stellte einen Diener ein. Jetzt kann sie es sich leisten. Er wird die ganze Arbeit für sie erledigen. Die Belohnung ist es wert. Seine Augen funkelten wie diese blauen Diamanten. Der Diener fertigte eine Bastelei für sie an. Und auch ihre Augen begannen zu funkeln. Die Schwestern beschlossen, dass er Helen einen Heiratsantrag machen würde. Der arme Kerl hat durch diesen Druck Angst bekommen. Er muss erst mit seiner Mutter reden. Die Mädchen starteten einen Wettbewerb. Sie müssen den Ball werfen und so viele Punkte wie möglich erzielen. Helen hat fast 10. Carolyn hat beim ersten Versuch genau ins Schwarze getroffen. Wir haben eine Kandidatin zum Gewinnen. Jetzt hängt alles von Emma ab. Sie schlug den Ball der Schwester aus dem Spiel. Was denkst du, wer ist der Gewinner? Schreib es in die Kommentare. Carolyn kann nicht aufhören, ihren magischen Diamanten anzuschauen. Helen hasst die gute Laune ihrer Schwester. Sie sollte besser unter ihre Füße schauen. Ein Lächeln erschien auf Helens bösem Gesicht. Und Carolyn machte einen schönen Rückwärtssalto in der Luft. Aber ihr Rubin ist nicht wie sie. Er zerbrach in 1000 Stücke. Es ist noch besser. Die Welt hat noch nie eine so teure Girlande gesehen. Selbst Helen ist schockiert über Carolyns Glück. Das ist eindeutig nicht das, was sie wollte. Helen wird sehr eifersüchtig sein. Emma bemühte sich sehr, Magie zu lernen. Jetzt sieht es aus wie eine Kindergeburtstagsshow. Aber sie entwickelt schnell ihre Fähigkeiten. Wenn du möchtest, dass sie auf deiner Party einen Auftritt hat, schreibe es in die Kommentare. Schau, was für eine coole Girlande sie aus einem gewöhnlichen Schal gemacht hat. Jetzt glänzt ihr Smaragdbett noch mehr. Die Schwestern sind beeindruckt und deine Party wird mit Diamanten glänzen. Diese teuren Ohrringe verwandeln sich in eine hübsche Blume. Cool. Vielleicht kann der Zauber etwas mit Helens Tüll machen. Sie hat es versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber Emma hat diesen Lappen in schönen smaragdgrünen Tüll verwandelt. Er passte perfekt in das smaragdgrüne Bett. Helen flippt aus. Wir müssen sie mit dem Zauberschmuck beruhigen. Puh, jetzt scheint es ihr gut zu gehen. Helen beschloss, ihre Diamanten in Karat und Dollar zu messen. Es ist ziemlich dunkel im Raum. Sie lässt die fröhlichen Sonnenstrahlen heran, um mit ihren Steinen zu spielen. Komisch, sie mögen ihre Schwestern auch nicht. Das bedeutet, dass sie sie liebt. Jetzt hat sie den perfekten Kronleuchter für ihr Bett. Die Schwestern lieben es auch. Carolyn machte das Trumpfrick-Video und schau, was passiert ist. Die Schwestern versuchen, dasselbe zu tun und ihr Leben wurde für immer verändert. Die diamantene Stimmung ist garantiert. Du solltest es auch versuchen. Like dieses Video und kommentiere unten, was sich für dich verändert hat. Hat Helen gerade eine Nachricht bekommen? Der süßeste Typ der Schule hat ihr eine SMS geschickt. Herzlichen Glückwunsch! Ein Spaziergang mit Hotdogs, was könnte romantischer sein? Vieles. Aber dies ist das erste Date in ihrem Leben. Sie muss die echte Helen so gut wie möglich verstecken. Aber das Problem ist, dass Helen etwas zwischen den Zähnen stecken hat. Der Mann versucht es ihr sanft zu zeigen. Was für eine Schande. Es wird sie bis zur Hochzeit quälen.
Natürlich nicht mit diesem Kerl. Sie pflückte mit ihrem Zahnstocher einen Diamanten. Der hübsche Kerl machte diesen Trick. Es stellte sich heraus, dass er der Sohn des Juweliers ist. Und Emma hat einen Freund. Aber niemand hat ihn je gesehen. Die Schwestern vermuten, dass sie Blumen und Geschenke an sich selbst schickt. Wenn sie einen Freund hätte, hätte sie keine Zeit für diese Bastelei. Aber sie sind wirklich erstaunlich. Ein smaragdgrüner Spiegel für die Smaragdkönigin. Und die Reflexion ist wunderschön. Carolyn ist sogar ein bisschen eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie braucht auch einen Spiegel. Oh, es ist nicht wirklich schön zu stehlen. Dachte sie wirklich, Emma würde es nicht bemerken? Carolyn streitet alles ab. Lass einen fairen Kampf entscheiden, wer den Spiegel bekommt. Aber Emma hat in ihrem Terminkalender keine Zeit für einen Kampf. Sie könnte ihr Make-up auf diese Weise ruinieren. Selbst der Smaragdspiegel kann ihre Perfektion nicht richtig zeigen. Carolyn bügelt heute. Ihr Lieblingsbügelmodus ist ein Diamant. Es ist schön, sich reich zu fühlen, auch wenn man seine Hausarbeit macht. Dieser Bügelmodus verwandelt die gewöhnliche Kleidung in etwas Kostbares. Oh, tut mir leid, Schwester, aber es steht dir wirklich gut. Carolyn versucht herauszufinden, was in ihrem Zimmer fehlt. Na klar, ein Tisch. Und ein Cocktail für eine reiche Dame. So süß der Nachtisch als Kompliment. Carolyn wurde richtig hungrig. Doch plötzlich verlor sie ihren Appetit. Die ekelhaften schwarzen Haare sind schuld daran. Die Mädchen haben sich gelangweilt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben bereits jeden in den TikTok-Kommentaren getrollt. Emma hat sich schon 10-mal vorgestellt, Ballkönigin zu werden. Was kommt als nächstes? Emma hat sich das Spiel ausgedacht. Die Balltassen und ihre Fantasien brachten sie auf eine Idee. Die Schwestern lieben Wettbewerbe. Schließlich gibt es darin immer einen Gewinner und einen Verlierer. Die Regeln sind einfach. Du musst deinen Stein finden. Helm rät zuerst und verliert. Jetzt ist Carolyn an der Reihe. Du kannst nichts vor ihr verbergen. Aber Emma bewegt die Tassen so schnell. Vielleicht weißt du noch, wo welcher Stein ist. Gib ihnen den Hinweis in den Kommentaren. Helms Schminkpaket ist angekommen. Aber sie hat keinen Platz, um es zu verstauen. Sie ist ein sehr kreatives Mädchen, zum Beispiel malt sie gerne. Du könntest ihre Werke auf dem Kühlschrank ihrer Eltern sehen, wenn sie dich einladen. Schau dir ihr Regal an. Jetzt wird jede Schönheit ihren eigenen Platz haben. Vielleicht nimmt das Regal viel Platz weg und sie wird die Schwestern stören, aber das ist Helen jetzt egal. Emma liebt lebende Pflanzen. Sie mag besonders die mit den Smaragden anstelle von Früchten. Carolyn hat den Trick ihrer Schwester gesehen und will ihn wiederholen. Vielleicht wird die Magie auch für sie etwas wachsen lassen. Aber es sieht so aus, als ob der Zauber gebrochen ist. Natürlich hat sie vergessen, ihre Pflanze zu gießen. Helen trank das ganze Wasser, während sie einen scharfen Burrito aß. Sie wird ihn zurückgeben. Du musst nur etwas sehr Rührendes zeigen und ihre Tränen werden nicht aufhören. Sie weinte sogar noch ein bisschen mehr. Aber jetzt wird Carolyn eine Diamantblume haben. Es ist schwer, sich etwas Besseres für die Mädchen vorzustellen. Emma ist besessen von den Brawl Stars. Sie gibt sich sehr viel Mühe, aber es gibt noch kein Ergebnis. Die Kristalle aus dem Spiel inspirieren sie zu einer neuen Bastelei. Und sie braucht ein Regal. Emma ist irgendwie hungrig. Ein Croissant aus einem Pariser Kaffeebild kommt ihr gerade recht. Aber der unhöfliche Kellner will, dass sie die gesamte Rechnung bezahlt. Und das ohne Trinkgeld. Es ist so unhöflich, das Mädchen nach dem Geld zu fragen. Helen ist seit 3 Jahren in einen berühmten Rapper verknallt. Aber ihre dummen Schwestern machen sich über ihre Gefühle lustig. Es ist so grausam, als ob sie keine erste Liebe gehabt hätten. Übrigens war Emma verrückt nach Ronald McDonald. Dabei gibt es ihn gar nicht. Helens Tränen haben viel gekostet. Wirklich. Die Schwestern fühlten sich schuldig und kauften ihrer Schwester eine Karte für ein Lil Uzi Vert Konzert. Um ehrlich zu sein, hat Helen selbst geweint. Die Mädchen haben ihr normales Zimmer wirklich toll umgestaltet. Jedes der Betten zeigt den Charakter und den Stil der Besitzerin. Und sie haben es noch nicht fertiggestellt. Es gibt buchstäblich nur noch ein paar letzte Handgriffe. Helen trennt Diamanten vom Dreck wie ein Edelsteinsucher. Wow, was für ein riesiger Smaragd in Emmas Händen liegt.
Ihre Hände sehen so klein aus, als ob sie eine Puppe wäre. Carolyn ist eifersüchtig auf ihre Schwestern, sie ist immer hinter ihnen. Das Mädchen beschloss, Helens Methode auszuprobieren. Aber es hat nicht funktioniert. Sie war so aufgeregt, dass ihre Kehle trocken wurde. Und was ist das? Wow! Das Glück lächelt sie wieder an. Helen hält ihr Bett für den klaren Favoriten. Aber Emma sieht das nicht so. Und Carolyn will ein faires Ergebnis. Schreib in die Kommentare, welches Bett dir besser gefällt. Dasjenige, das du gewählt hast, gewinnt. Es sieht so aus, als hätten die Schwestern etwas anderes vor. Ein Zaubertrank verwandelte sie in die Meerjungfrauen. Das Abenteuer fängt also gerade erst an. Emma und Helen hatten einen schönen Tag und angelten in der Sonne. Alles, was du brauchst, ist Geschick und ein bisschen Glück. Da ist etwas an Emmas Haken. Ist es ein Seeungeheuer? Emma wird diese Route nicht loslassen. So ist sie in einem geheimen Unterwasserraum gelandet. Und sie mag es tatsächlich. Die Meerjungfrau fühlt sich endlich wie eine echte Prinzessin. Helen macht sich überhaupt keine Sorgen um ihre Freundin, auch wenn Emma gerade tief ins Meer gestürzt ist. Und sie hat eine unbegrenzte Kreditkarte erwischt. Das Wichtigste zuerst. Helen wird etwas Leckeres essen. Sie hat sogar einen Diener, der dafür sorgt, dass sie immer alles zu essen und zu trinken hat, was sie will. Okay. Dieser Typ hat vorher für Neptun gearbeitet. Er ist ein Profi. Er wird dafür sorgen, dass Helen nur das Beste vom Besten bekommt. Seine Hand hat eine eingebaute Saftpresse. Hier ist ein frisch gepresster O-Saft. Aber er hat einen Samen durchgelassen. Keine große Sache. Es gibt nur einen. Oder? Oder mehr. Nick hat seine Lektion gelernt. Helen investiert sofort in eine Immobilie. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass es gut genug aussieht, damit sie darin wohnen kann. Hoffentlich ist es wunderschön. Emma hat die alte Lampe von Helen bekommen. Reiche Leute werfen wirklich eine Menge Müll in den Ozean. Emma kann diese alte Lampe in etwas brandneues verwandeln. Wie das Licht der Quallen. Aber sie sind nicht wirklich hell. Sie wird einen Elektriker anrufen müssen. Und eine Haar- und Make-up-Künstlerin. Aber jetzt kann sie ihr Telefon aufladen. Helens Handy ist immer aufgeladen, damit sie weiterhin online einkaufen kann. Ihr Freund ist derjenige, der die Lieferung übernimmt. Helen würde sie lieber dafür bezahlen. Nur nicht zu viel, sonst ist Emma noch reicher als sie. Emma wird zu groß für Muscheln. Fühlst du dich glücklich, Junge? Kommentiere unten und sage ihr, in welcher Hand das Geld ist. Emma hat Helens Muscheln trotzdem mitgenommen. Sie sammelt sie. Sie hat eine Menge schöner Exemplare. Außerdem kann sie in ihnen das Meer hören. Ah, so entspannend. Die Muscheln sind praktisch wie Lautsprecher. Emma liebt es, mit ihnen zu schlafen. Das hört sich nicht nach dem Meer an. Eigentlich ist es Helen, die sich über die laute Musik beschwert. Die Schalen sind zu stark oder vielleicht ist Helen zu empfindlich. Helen hat jetzt viel Zeit für die Selbstfürsorge. Sie wollte sich heute bräunen, aber wo ist die Sonne? Dafür hat sie Nick eingestellt. Er muss mit der Sonne verhandeln. Das war ein kurzer Vortrag. Die Sonne ist über Bord gegangen. Niemand sagt der Sonne, was sie tun soll. Helen mag es nicht, wenn man ihr nicht zuhört. Emma kann nicht schlafen. Sie braucht etwas zu tun. Sie hat ein Leuchtturmregal gemacht. Jetzt hat sie einen Ort, an dem sie ihre Sachen aufbewahren kann und sie kann Seglern helfen. Sie gehen in die falsche Richtung, aber egal. Jetzt kann sie sich etwas ausruhen. Offensichtlich kann sie sich keine Sonnencreme leisten. Helen hat eine Menge zu tun. Sie kocht ein besonderes Essen für ihr Haustier. Und sie geht aufs Ganze. Sie wollte ein Seepferdchen, aber das erschien ihr zu gewagt. Also bekam sie einen Taucher. Er ist nicht einmal so wählerisch. Helen hat ein Designerkleid auf Amazon gekauft. Aber es fällt bereits auseinander. Überall auf dem Meeresboden liegen lose Fäden. Emma hat einen hübschen blauen Faden gefunden und sie hatte keine Ahnung, dass er zum Kleid ihrer Freundin gehörte. Währenddessen beginnt Helens Kleid zu verschwinden.
Wer macht denn das? Emma hat aus dem Faden einen Planer gemacht. Was kann man schon tun? Wenn Emma mit ihrem Freund telefoniert, wird sie so unbeholfen. Ups, sie hat ihr Getränk verschüttet. Gut, dass sie einen Eimer zum Trocknen ihrer Kleidung hat. Sie muss nur noch warten. Wenn Helen hungrig wird, benutzt sie ihre Kreditkarte, um online Essen zu bestellen. Sie kann sich alles leisten. Aber sie konnte es sich auch leisten, bessere Manieren zu haben. Sie wirft ihre leeren Hülsen zu Emma. Emma weiß, was los ist. Sie liebt Muscheln. Sie hat sie benutzt, um ihren Spiegel zu dekorieren. Jetzt ist ihr Spiegelbild noch hübscher. Helen gefällt es nicht, dass diese Wand leer ist. Wenn du eine magische Kreditkarte hast, kannst du ganz einfach einen LED-Streifen kaufen. Das ist viel besser. Emma wird eifersüchtig auf ihre Freundin. Sie will auch coole Selfies. Aber sie hat nie gelernt, wie man fischt. Stehlen ist schlecht, also wird sie eingesperrt. Vorerst. Helen möchte ihre Haare verändern. Aber es ist sehr schwierig, sie zufriedenzustellen. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich entscheide mich für das, was ich schon habe. Nick sollte aber etwas Neues ausprobieren. Keine Sorge, du wirst umwerfend aussehen. Diese unhöflichen Fischer werfen ständig Haken in Helens Haus. Sie gibt ihnen etwas Seetang, aber das war's auch schon. Versuch's mal mit Vegetarismus. Ha, wenigstens haben wir etwas gefangen. Das Wasser ist gebrochen. Unter Wasser. Was sollen wir tun? Alles, was Helen tun kann, ist Nick anzurufen, damit er es in Ordnung bringt. Er wird in großen Schwierigkeiten stecken. Er muss Helen einfach glücklich machen. Sie wird das mit Geld abwaschen müssen. Das haltet sie immer auf. Jetzt riecht sie sogar reich. Aber da steckt eine Münze in ihrem Ohr. Reich zu sein ist so schwer. Emma möchte auch kühl duschen. Juhu, sie hat eine Münze gefunden. Und sie hat die Dusche repariert. Hat sie Angst vor Wasser? Helen kann es sich leisten, im Restaurant Jellyfish zu essen. Es hat eine perfekte 5-Sterne-Bewertung. Anscheinend ist dies Neptuns bevorzugter Ort zum Mittagessen. Helen liebt es hier. Alles, was Emma tun kann, ist zu hoffen, dass jemand etwas auf den Boden fallen lässt. Aber sie wird einen Kompromiss eingehen, indem sie hier einen Job bekommt. Es ist hart und der Chef ist gemein, aber wenigstens kann sie so tun, als wäre sie reich, indem sie die Teller ableckt. Nicht jede Meerjungfrau ist eine großartige Sängerin. Und Helen beweist das. Ihr Gesang lässt U-Boote explodieren. Die Qualle kam selbst, um ihr zu sagen, dass sie aufhören soll. Sie hat alle Gläser in seinem Restaurant zerbrochen. Helen kann nicht zugeben, dass sie unmusikalisch ist. Die Quallen mussten weglaufen, um dem Lärm zu entkommen. Emma stört das nicht. Sie hat Kopfhörer und hört Miley Cyrus. Danke für die Kopfhörer. Hey, du solltest dir mal die Musik von Miley Cyrus anhören. Emma wird sich etwas anderes suchen müssen. Igitt, noch ein Haken in Helens Zimmer. Und einer in Emmas. Sei vorsichtig. Der Fischer ist nicht stark genug, um beide Meerjungfrauen herauszuziehen. Hey, sag uns doch in den Kommentaren unten, welche du loslassen und welche du aus dem Wasser ziehen würdest. Helen oder Emma? Es liegt ganz an dir. Eine echte Meerjungfrau? Nein, Sky, lass dich nicht einwickeln. Zu spät. Die Meerjungfrau muss sie mit einem Zauberspruch belegt haben. Vielleicht will sie nur eine Freundin? Das Wasser ist kalt. Oh, Meerjungfrauen sind komisch. Sky wird so tun müssen, als ob sie diese Kleidung mag. Ein Seespinnennetz. Es ist so schmutzig. Sie sollte aufräumen. Es wird schon so lange nicht mehr geputzt, dass der Besen auseinanderfällt. Und es gibt keinen Staubsaugerroboter. Wie wäre es, einen Meerjungfrauenschwanz zu benutzen? Kämpfe nicht dagegen an, sonst kitzelt dich Sky. So ist es besser. Jetzt kann sie den Boden putzen. Lass uns den ganzen Müll wegräumen. Was für ein Chaos. Wow, was für eine riesige Muschel. Und wenn ich versuche, ihr zuzuhören? Ups, Entschuldigung, Herr Krabbe.
Das ist kein Campingplatz. Verschwinde von hier. Die Meerjungfrau ist zurück. Es muss unter Wasser regnen. Sie ist klatschnass. Und wirft Schuppen ab. Die Schuppen sind so funkelnd. Vielleicht kann Sky daraus Schmuck machen und ihn verkaufen. Oder ihn benutzen, um ihre Wand zu dekorieren. Sie würde lieber Plakate aufhängen, aber sie hat keine. Trocknen sie nicht zu sehr aus, sonst werden sie zu Krabbenchips. Du hättest das nicht auf Maximum stellen sollen. Ich hoffe, du kannst dir einen neuen Schwanz wachsen lassen wie ein Gecko. Sky hat ein Rätsel gefunden. Sollen wir es gemeinsam tun? Das wird lustig. Dieses Rätsel ist seltsam und es fehlt ein Stück. Da wir angefangen haben, sollten wir es auch beenden. Wo ist das verlorene Stück? Meerjungfrauen sind so unordentlich. Aber es gibt hier mehr Schätze als Puzzleteile. Sky kann ohne ihre Brille nichts sehen. Kannst du unten einen Kommentar abgeben und ihr sagen, wo das fehlende Puzzlestück ist? Da ist es. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Oh, es ist eine Schatzkarte. Das war es also, wonach die Piraten gesucht haben. In der Zwischenzeit haben unsere Mädchen den Schatz des fliegenden Holländers leicht gefunden. Sie dachten, es sei nur Schmuck. Die Meerjungfrau will ihrer neuen Freundin ein paar Fotos zeigen. Wie langweilig. Das sind ihre seltsamsten Klassenkameraden. Das ist urkomisch. Es stellt sich heraus, dass die Meerjungfrau Emma Undersea heißt. Ihr Schwarm brachte Sky auf eine interessante Idee. Ein Licht, das Emma an ihren Schwarm erinnern wird. Versprich mir nur, dass du ihn nicht küsst. Styropor ist hier unten mehr wert als Gold. Du musst vorsichtig sein, wie du es benutzt. Dem Himmel ist das egal. Sie vergeudet es wie verrückt. Oh nein, sie hat es kaputt gemacht. Klebeband und Kaugummi sind die stärksten Materialien. Und hier ist, was sie mit dem Styropor gemacht hat. Diese Muschel braucht eine große Perle. Und das ist der Himmel. Die Perlentaucher werden schockiert sein. Emma wird ihr Ballkleid nicht brauchen. Der Himmel braucht aber ein Vordach. Jetzt ist sie wie eine Unterwasserprinzessin, die nur auf ihren Delfin oder Taucher oder Surfer wartet. Emma mag diese Idee. Warum nicht den Thron mit bunten Fischen schmücken? Sie haben eine ganze Schule gestrichen. Ich hoffe, sie schwimmen nicht weg. Sogar Neptun selbst würde einen solchen Thron wollen. Sky will sich noch einmal umsehen. Gute Idee. Diese Installation sieht überhaupt nicht wie echte Kunst aus. Sky mag keine moderne Kunst. Aber sie kann diese Teile benutzen, um etwas Cooles zu machen. Als Kind hat sie gerne im Sandkasten gespielt. Ihre Klassenkameraden nannten sie Mumie. Sie mag es immer noch, aber sie will nicht gehänselt werden. Also tarnt sie ihren Sandkasten als Tisch. Also findet es niemand heraus. Der Tisch ist so cool geworden. Jetzt ist ihr Zimmer sauber und niedlich. Emma dachte, das wäre von Ikea. Meerjungfrauen sind immer in Gefahr vor Fischern. Sie hat sich in einem anderen Netz verfangen. Gut, dass Sky hier ist. Sie könnten dieses Netz eigentlich gebrauchen. Das wird ein schöner Teppich. Natürlich verändert Sky alles. Emma hat in letzter Zeit so viel durchgemacht, dass sie sich über eine Abwechslung freuen würde. Modelliermasse ist perfekt. Sie kann machen, was sie will. Es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Sie haben aus Versehen Oktopus-Tentakeln gemacht. Das ist ziemlich cool. Warum nicht eine ganze machen? Und hänge sie an der Tür auf, um Gäste zu verscheuchen. Oh, der Nachbar ist da. Um sich über den Lärm oder die Überschwemmungen zu beschweren. Oh, schlechtes Timing. Er wird diese Lehmkreation nicht mögen. Nicht schreien. Was für eine Drama-Queen.